Herzlich willkommen zu Frag selbst. Das ist unser Format mit euren Fragen an die Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitiker im ARD-Sommerinterview. Ich freue mich sehr, dass Markus Söder bei uns ist heute und jetzt eure Fragen beantwortet. Wir legen auch gleich los, um möglichst viele von Ihnen zu schaffen. Und Herr Söder, die mit Abstand meisten Fragen sind zum Thema Gas, Klima und Energie gekommen. Das beschäftigt die Leute im Moment enorm. Und die erste Frage hat uns über Twitter erreicht von Juhl. Und er fragt ernsthaft, ob Sie Angst vor Windrädern haben. Nein, im Gegenteil. Wir werden Windräder deutlich ausbauen. Wir bauen erneuerbare Energien in dreifacher Form aus und werden, das ist meine Prognose, Ende des Jahrzehnts einer der führenden Länder im Onshore-Bereich sein. Also die Küste können wir herausfordern, aber das Meer, also auf Meer geht es nicht. Und wir werden das sehr, sehr zulegen. Wir machen das, weil die Herausforderung da groß ist. Lukas Metzler hat uns geschrieben und fragt, warum ist Bayern wieder auf den hinteren Plätzen bei neu gebauten Windrädern in Deutschland? Bayern ist auf dem ersten Platz bei Photovoltaik, bei Wasserkraft, bei Biomasse und Geothermie, also den allen anderen erneuerbaren Energien. War aber nicht die Frage. Und wir sind auf Platz 8 von der Windkraft in Deutschland. Und das hat ein bisschen was damit zu tun, wie woanders auch, dass die Genehmigungsverfahren zu kompliziert sind. Das hat Winfried Kretschmann gesagt. Da wird nämlich auch nichts gebaut, groß in Baden-Württemberg. Und, sorry, wenn ich das sage, Wind weht im Norden einfach ein bisschen besser. Im Süden scheint mehr die Sonne. Und deswegen gibt es auch natürliche, also topografische Veränderungen und Herausforderungen. Aber wir werden da kräftig zulegen. Weil Sie müssen, weil es jetzt ein Gesetz gibt, richtig? Nein, das Gesetz ist parallel begleitend. Da hoffen wir sehr, dass die veränderten Genehmigungsprozeduren helfen und es schneller machen. Aber wir machen es vor allen Dingen deswegen, weil wir wieder weitgehend Selbstversorger werden wollen beim Strom, gerade nach der Krise mit Russland. Nächste Frage kommt über Insta auch zu dem Thema und hakt da so ein bisschen nach. Aurel hat uns geschrieben, vielen Dank. Sie reden wie jetzt gerade vom Ausbau erneuerbarer Energien, aber Sie scheinen ihn auch zu verhindern, etwa mit der 10H-Regel. Können Sie diesen Widerspruch erklären? Die 10H-Regel ist tatsächlich keine Windförderregel gewesen, aber eine Abstandsregel. Wir haben die jetzt modifiziert. Die gilt vor allem in Wohngebieten, woanders de facto nicht mehr. Was dazu führt, dass wir einen Unterschied haben zu anderen Bundesländern. In anderen Bundesländern wird es wahnsinnig Konflikte weitergeben, gerade mit der Bevölkerung. Weil die Bundesregel bedeutet, der Bund entscheidet dann quasi, wo Windräder hinkommen. Wir wollen es, dass die Kommunen das entscheiden mit den Bürgern, dass aus Erneuerbaren echte Heimatenergien werden, also dass die Bevölkerung da mitentscheidet. Entscheiden kann. Und deswegen werden wir da sehr weit vorankommen. Noch einmal, es ist bürgerfreundlich und trotzdem effektiv. Christian Schlag hat uns geschrieben per E-Mail. Ist es nicht zynisch, Herr Söder, den Begriff der Triage im Zusammenhang mit der Gasversorgungskrise zu nutzen? Wir kennen ihn ja aus Corona. Ja, ich glaube, das ist aber ziemlich vergleichbar und passend ist. Denn es droht ein Winter, wie wir noch nie gekannt haben. Ich meine, man muss ja nur die Nachrichten lesen, worauf sich manche einstellen. Hallen, die von Kommunen vorgehalten werden sollen, wo ältere Menschen untergebracht werden sollen, weil die Heizung nicht mehr funktioniert. Unternehmen, die komplett abgestellt werden sollen. Gaspreise, die man nicht mehr bezahlen kann. Das ist eine Situation, die sich noch keiner vorstellen kann. Und deswegen glaube ich, ist der Begriff und der Vergleich schon in der Ernsthaftigkeit angemessen, weil ein Teil der Politik hat es noch gar nicht verstanden, was uns da alles droht. Wieder eine E-Mail haben wir bekommen von Frank, der fragt, welche Rolle kann Biogas bei der Abfederung der Energiekrise tun und tut die Bundesregierung da genug? Nein, eben nicht. Also klar ist, dass Biogas und Bioenergie nicht der ganz große Bereich ist. Aber wir müssen noch jedes Fitzelchen Energie zusammenkratzen. Deswegen sind wir froh, dass die Wasserkraft jetzt nicht benachteiligt wurde. Das war ja ursprünglich der Plan der Grünen. Jetzt ist es wieder im gleichmäßig vernünftigen Verfahren. Bei Bioenergie ging es genauso. Europa gibt die Möglichkeit, mehr Flächen anzubauen und nicht stillzulegen. Versteht sowieso kein Mensch, warum wir ständig Flächen in Deutschland stilllegen. Mit mehr landwirtschaftlicher Nutzung können wir A, mehr Nahrungsmittel für Deutschland produzieren. Heißt,
Preise werden günstiger. Wir können zum Zweiten Nahrungsmittel für die dritte Welt produzieren, die gerade unter dem Boykott russischer Formen leidet. Und drittens, wir könnten Bioenergie auf den Weg bringen. Deswegen verstehen wir nicht, warum insbesondere Frau Lemke so eine Phobie hat gegen Wasserkraft und Biogas. Stürmische Zeiten, nicht nur in Deutschland, sondern heute auch in Berlin. Hier weht gerade richtig kräftig der Wind. Wir machen weiter. Frau Lemke haben Sie gerade schon angesprochen. Die will ein Moratorium für Strom und Gas sperren. Das heißt, Leute, die ihre Rechnungen nicht bezahlen können wegen der steigenden Preise, sollen das Gas und der Strom nicht abgestellt werden. Ist das ein guter Vorschlag? Da kann man drüber nachdenken, aber was ich nicht verstehe, wir reden den ganzen Tag nur darüber, was passiert, wenn die Katastrophe eintritt. Warum tun wir nicht alles, um die Katastrophe zu verhindern? Also die italienische Regierung sagt, wir haben Verträge mit Katar, wir haben Verträge mit, glaube, Aserbaidschan und Algerien. Wo sind die Verträge, die Deutschland hat? Es gibt keine im Moment. Und deswegen wäre die Hauptaufgabe, jetzt nicht ständig nur darüber zu reden, was passiert, wenn, das kann man nachdenken, sondern vor allem überlegen, dass dieser Notfall nicht eintritt. Großes Thema, interessiert die Userinnen und User auch, ist das Thema Verkehr. Warum werden Inlandsflüge nicht verboten, fragt uns Schmidt über Twitter. Also Inlandsflüge sind ja für viele Bereiche gar nicht mehr so attraktiv. Man kann bestimmte Strecken sehen, zum Beispiel Nürnberg und Berlin gibt es kaum mehr als Inlandsflug oder gar nicht mehr. Wir brauchen aber Ersatz natürlich für das Reisen. Das ist einerseits die Bahn, die muss halt noch pünktlicher, noch besser werden. Und vor allem muss auch schneller Bahnstrecken gebaut werden. Und ehrlicherweise, was ich auch nicht verstehe, es geht in die Frage von vorhin, warum wir nicht mehr forschen für synthetische Kraftstoffe. Gerade für den Flugbereich ist synthetisches Kerosin die Antwort, klimafreundlich trotzdem fliegen zu können, übrigens international wie national. Die Bundesregierung ist auch da dagegen. Man hat sich zum Beispiel auch beim Auto entschieden, beim fossilen Verbrenner, genau die Chance von synthetischen Kraftstoffen wieder auszuschließen. Also das ist alles voller Widersprüche. Und das noch kurz zu ergänzen, der Bund will Verbrenner verbieten, synthetische Kraftstoffe auch und bei den Elektroautos die Förderung auch streichen. Also so richtig geht es nicht zusammen. Synthetische Kraftstoffe sind ja im Koalitionsvertrag noch ausgeklammert von dem Verbot, will die FDP ja irgendwie noch rüber retten. Aber Tino, sie setzt sich ja fast nirgendwo durch, die FDP in letzter Zeit. Da habe ich jetzt leider keine Hoffnung mehr. Tino Schwarz hat über Facebook gefragt, auch zum Thema Verkehr. Was halten Sie denn vom 365-Euro-Jahresticket? Zur Erklärung glaube ich nochmal, das 9-Euro-Ticket geht jetzt ja nur für 3 Monate, ist glaube ich jedem klar oder vielen klar, sagen Politikerinnen und Politiker, es ist nicht finanzierbar auf die Dauer, deswegen 365 Euro Jahresticket. Wir haben es in Bayern teilweise eingeführt, also für bestimmte Altersgruppen, gerade für Jüngere, haben wir das eingeführt, aber wir stoßen da alle finanziell an die Grenzen. Und deswegen braucht es einen Anschluss auf das 9-Euro-Ticket. Das 9-Euro-Ticket ist für ein Land wie Bayern super. Kommen viele Urlauber und Touristen, freuen wir uns sehr. Also uns hilft es quasi im Tourismus. Aber es ist natürlich keine Lösung für den Winter, wenn man ehrlicherweise sagen muss. Da werden viele halt dann nicht mehr fahren. Deswegen braucht der Bund ein Anschlussticket. Der Bundesverkehrsminister sagt jetzt, er will ein einheitliches Tarifsystem haben. Er muss das Geld auf den Tisch legen, dann, um so etwas wie das 365-Euro-Ticket für alle zu ermöglichen. Noch mal eine kleine Schnellfragerunde, Herr Söder. Wieder ganz kurze Antworten. Atom- oder Kohlestrom? Im Moment beides. Endlager in Bayern, ja oder nein? Wir haben schon de facto Lager, nämlich an den Atomkraftwerken, Kernkraftwerken gibt es schon bereits Lager. Und ansonsten muss das nach einer sachlichen Suche stattfinden, die ja derzeit läuft. Picard oder Kirk, hat uns Tim über Insta geschrieben. Beide gut, aber ich bin mehr Fan von Kirk. Lukas hat gefragt, wer ist eigentlich konservativer, Sie oder Friedrich Merz? Das ist eine spannende Frage. Es kommt, glaube ich, darauf an, bei welchem Thema. Ich glaube, wir sind beide liberal-bürgerlich-konservative. Über Insta, Sky Likes Grey, wann kommt Bavaria One? Läuft schon. Und für alle, um es nochmal zu erklären, das ist Raumfahrt, da legen wir kräftig zu. Da bin ich am Anfang ein bisschen ausgelacht worden. Alle haben gesagt, wie lächerlich, der Söder will auf den Mond. Jetzt haben viele verschiedene Zeitungen Angst, dass die Chinesen dorthin kommen. Da wären die Bayern besser gewesen. Aber wir sind da voll im Zeitplan und stellen ein riesiges System für ein richtiges Space Valley in Bayern auf. Letzte kurze Antwort, bitte. Rückblickend, wären Sie nicht nur gegen Laschet, sondern auch gegen Merz angetreten? Keine Ahnung, was rückblickend bringt. Wir sind jetzt gerade in einer völlig anderen Phase, in einer anderen Saison. Und ich habe damals ein Angebot gemacht, die CDU hat anders entschieden. So war's. Kommen wir zu einem weiteren Kernthema von Ihnen. Sind Sie jedenfalls wahrgenommen worden immer mit Corona-Maßnahmen. Wir brauchen ein neues Infektionsschutzgesetz.
Was glauben Sie denn, wer schießt da im Moment mehr übers Ziel hinaus? Die FDP, die sagt gar keine Maßnahmen, oder die Grünen, die sagen, wollen eigentlich alles haben? Also wir bräuchten jetzt mal eine Lösung, also so können wir ja nicht in den Winter gehen. Die Ampel bewegt sich hin und her. In der Tat, Lauterbach spricht von Killerviren jeden Tag. Buschmann erklärt, die Frage, die Wirksamkeit einer Maske sei völlig unentschieden, was ja absurd ist, sonst würden ja Mediziner seit Jahrzehnten keine Masken verwenden oder im Arbeitsschutz. Also ich würde mir endlich wünschen, die Bundesregierung sagt, was sie will, denn sie hat entschieden, die Länder völlig auszugrenzen. Das heißt, wir können nur warten, was der Bund beschließt. Mein Wunsch und meine Forderung wäre zumindest mal, dass die Tests wieder kostenlos sind, weil das ist ein völlig falsches Signal. Testen ist die einzige Chance neben Impfen und Maske vielleicht in Innenräumen, die aus jetziger Sicht hilft. Ich bin dafür zu schützen, aber komplett wegzusperren, wie die Grünen es zum Teil jetzt wieder wollen, das macht keinen Sinn. Robert Jenner hat uns über Facebook geschrieben. Vielen Dank für die Frage. Herr Söder, wenn Sie eine Zeitreise zurück nach März 2020 machen könnten, würden Sie in der Corona-Politik alles noch so machen wie bisher? Wahrscheinlich nicht. Aber was würden Sie heute anders machen? Eine konkrete Frage. Also ich glaube, in der Kernphilosophie ist es ziemlich genau das Gleiche. Wir haben immer nach Gefährdung entschieden. Nach Schätzungen unseres Landesamtes für Gesundheit in Bayern haben wir 130.000 Menschenleben dadurch retten können. Gibt es ein höheres Gut, einen höheren Lohn als Menschenleben zu retten? Klar war das für manche beschwerlich. Klar hat es auch viele geärgert. Und manche haben sich auch total verwirrt. Das muss man einfach sagen. Und verirrt in irgendwelchen seltsamen Querdenkerblasen. Aber unter dem Strich, manche Verordnungen anders oder früher oder das kann man alles machen. Die waren wirksam. Die waren wirksam und übrigens sogar verfassungsgemäß. Also alle, die sagen, hat es ein Gerichtsurteil gegeben, das gesagt hat. Das Bundesverfassungsgericht hat die gesamten Maßnahmen ja bestätigt. Nochmal, man kann über alles immer streiten. Aber unter dem Strich, wissen Sie, ich habe damals viele Experten gefragt, was soll man tun. Jeder hat eine andere Meinung gehabt. Und am Schluss musste in Bayern einer entscheiden sogar. Wir waren zwar ein Team, aber einer musste entscheiden. Und unterm Strich, glaube ich, braucht man sich da nicht zu verstecken. Wie gesagt, Leben retten ist für mich jedenfalls, als jemand, der einer C-Partei vorsteht, das höchste Gut. John Stoney hat über Twitter geschrieben, wird es endlich Luftfilter in allen Schulen geben? Die Frage ist, ob die noch laufen können im Herbst, wenn nämlich kein Strom mehr gibt, weil wir ja Atomkraft abstellen und Gas auch nicht mehr haben. Also es könnte wirklich eine völlig absurde Situation entstehen, dass wir in Bayern haben wir wirklich jetzt sehr viel Luftfilter. In den meisten Schulen, denke ich, müsste das klappen, in den meisten Klassenzimmern ja. Aber es könnte sein, dass es dann keinen Strom gibt. Das ist die Absurdität. Es kommen ja wahrscheinlich im Winter zwei Krisen zusammen. Und wenn wir noch Pech haben, noch eine Finanzkrise, also Corona, Energiekrise und vielleicht noch eine Finanzkrise, weil die Zinsen steigen und das für einige Länder in Europa Probleme bringt. Es wird ein spannender Winter. Also wieder ein harter Themenbruch und ein Thema, was unsere Userinnen und User immer interessiert haben. Sie letztes Jahr mal auch den Bundeskanzler gefragt. Cannabis-Legalisierung. Wieso sprechen Sie und Ihre Partei sich dagegen aus, will Julis Brinkmann wissen? Wir sind dagegen, weil viele medizinische Studien zeigen, dass das erhebliche gesundheitliche Schäden bringt, insbesondere für junge Leute, und es ist eine Einstiegsdroge. Psychedelic hat uns über Twitter geschrieben und er sagt, Sie stoßen aber selbst im Festzelt mit der Maß Bier an. Ist das nicht eine bigotte Handlungsweise, wenn man dann null Toleranz gegen Cannabis hat? Mal abgesehen davon, dass ich selber praktisch überhaupt keinen Alkohol trinke, zu viel Cola Light, aber praktisch überhaupt keinen Alkohol. Will auch künftig mehr Wasser trinken, das habe ich mir auferlegt. Im Bierzelt, wenn man mal eine Maß gereicht bekommt, insbesondere wenn ein Oberbürgermeister sich Mühe gegeben hat, anzuzapfen, wäre es auch unhöflich. Aber natürlich ist auch Alkoholkonsum eine Herausforderung. Aber da ist eine andere Form. Wir reden über eine neue Legalisierung. Und gegen diese neue Legalisierung bei Cannabis habe ich schwerste Bedenken. Harald Link möchte wissen, warum halten Sie fest an der nicht mehr zeitgemäßen Altersgrenze für Ministerpräsidenten in Bayern? Das ist eine Frage, weil man da mindestens 40 Jahre alt sein muss und es eine grüne Spitzenkandidatin geben könnte, Frau Schulze, die das Alter noch nicht erreicht hat. Wir haben eine Verfassung. Die Verfassung zu ändern, muss durch einen Volksentscheid passieren. Es kostet enorm viel Geld. Ist es wirklich ernsthaft die Idee, dass, weil eine Kandidatin meint, sie könnte dadurch mehr Chancen haben, dass wir Millionen ausgeben sollen, eine Verfassung ändern wegen einer Person? Die Grünen haben so hervorragende Leute, die vielleicht auch die Wahl nicht gewinnen. Und also das finde ich ehrlich gesagt überzogen, sowas zu machen. Wir halten von der Verfassung viel, anders als in Berlin. Da kann man die Verfassung ständig ändern. Wir in Bayern ändern sie kaum. Aber vom Selbstverständnis würden Sie doch gegen jeden gewinnen. Da müssen Sie doch jetzt. Ich habe vor einigen Jahren den Grünen angeboten, eine offizielle Amtszeitbegrenzung in die Verfassung zu nehmen.
Und da hätten wir viele Verfassungsfragen diskutieren können. Die Grünen wollten nicht, woraus ich immer geschlossen habe, die Grünen wollen, dass ich nicht nur 10 Jahre, sondern vielleicht, was weiß ich, wie lange im Amt bleibe. Und da haben die Grünen zweimal, die haben ein zweites Mal eine Verfassungsänderung nicht gewollt. Es ging um das Thema Klimaschutz, wollte ich in die Bayerische Verfassung schreiben, haben sie auch abgelehnt. Und jetzt wegen einer Person eine Verfassung zu ändern, schien jedenfalls der Mehrheit des Landtages, ich habe mich da übrigens völlig rausgehalten, schien völlig überzogen. Horst will wissen, wir sind ja gerade in der Sommerferienzeit, warum nimmt sich Bayern auf Kosten der anderen Bundesländer das Privileg, immer gleich lange Schuljahre zu haben und rotiert die Ferien nicht wie die anderen? Also erstens mal, das ist einfach traditionell so und das bleibt auch so. Das Zweite, nur ein Argument, der Freistaat Bayern zahlt in Bezug auf andere Länder, mittlerweile im Länderfinanzausgleich, Achtung, 9 Milliarden Euro. So viel wie noch nie. Wir haben jetzt mittlerweile über 100 Milliarden bezahlt und 3,4 Milliarden im Lauf der Geschichte bekommen. Also was das Thema Solidarität betrifft und Freundlichkeit, ist allein aufgrund dieser Zahlungen schon sehr da. Ich erwarte keine Euphorie, keinen Dank dafür, aber zumindest die Kenntnisnahme. Es könnte jetzt in Zukunft in die andere Richtung laufen. Bayern könnte zum Nehmerland werden beim Thema Windenergie. Da kann man ja Deals machen mit anderen Bundesländern. Wenn Schleswig-Holstein zum Beispiel, Sie haben ja selber gesagt, die haben viel Wind. Wenn die mehr produzieren, müsste Bayern weniger. Ist das für Sie mit dem Selbstverständnis Bayern vorne vereinbar? Also erstmal ist Schleswig-Holstein ein finanziell ganz hohes Nehmerland. Und Bayern zahlt da sehr viel in dem Bereich. Beim Wind, nein, das schaffen wir schon allein. Also wir haben da intensiv drüber diskutiert und wir haben gesprochen, wie können wir das machen und haben eine gute Regelung getroffen. Und nochmal, ich bin da optimistisch. Also wissen Sie, die Bayern, wenn sie was machen, dann machen sie es richtig. Und wenn sie sich immer auf den Weg begeben, dann mit großem Engagement. Wir sind fast am Ende. CC über YouTube hat uns geschrieben, soll es ein Recht auf Abtreibung geben? Da hat es ja in den USA gerade noch mal so ein Gerichtsurteil gegeben. Deswegen die Frage, wie sehen Sie das in Deutschland? Ich finde, wir haben nach einer langen gesellschaftlichen Debatte mit dem 218 einen richtigen Kompromiss gefunden. Der Schutz des Lebens spielt eine hohe Rolle. Übrigens nicht nur zu Beginn, sondern auch am Ende. Ich bin aus meiner christlichen Überzeugung ein Gegner des assistierten Suizids. Ich denke, Palliativ- und Hospizmedizin, also begleitendes Sterben in Würde, ist der richtige Weg. Und wir sehen auch die Abschaffung des 219a der Ampel als eine Vorstufe, den 218 zu kippen, was aus meiner Sicht ein schwerer Fehler wäre. Das würde den gesellschaftlichen Frieden und den Schutz des Lebens einfach völlig ad absurdum stellen. Zum Schluss das Thema, das wir schon im Sommerinterview hatten, aber hier kommt es auch nochmal, Newskammer 2 über Twitter. Wie tief sitzt der Schmerz nach der verwehrten Kanzlerkandidatur? Markus Söder ist ja jemand, der das Gewinnen gewohnt war und dann das erste Mal eine richtige Niederlage einstecken musste. Ja, gar nicht eine Niederlage, denn ich habe ja nicht kandidieren dürfen, sozusagen. Ich habe ein Angebot gemacht. Ja, ich habe ein Angebot gemacht, nach langer Überlegung übrigens, ob das wirklich Sinn macht, gerade dass ein Bayer sich da bewirbt. Denn der Grund war ja auch tatsächlich so, dass die Mehrzahl der CDU-Mitglieder und die Mehrzahl der CDU-Landesverbände ja das genau gefordert hat. Der Vorstand hat es anders gesehen, das habe ich akzeptiert. Ich fand die Umstände nicht glücklich, aber das war halt einfach so. Man muss das in der Politik akzeptieren. Und ich bin schon froh, dass ich daheim weiterarbeiten darf. Julian fragt dazu auch über Insta. Denken Sie, dass die Bundestagswahl mit Ihnen als Unionskandidaten anders ausgegangen wäre? Das ist eine reine Spekulation. Das ist wie zu sagen beim Elfmeterschießen, der Schütze, der verschossen hat, hätte ein anderer geschossen, hätte er getroffen. Das kann heute keiner sagen. Es ist, wie es ist. Und Rückschau bringt wenig, sondern lieber mit Tatkraft nach vorne gehen. Und dann kommt die letzte Frage, auch zum Thema von Patrick über Insta. Haben Sie die Kanzlerschaft noch im Visier? Nein, das macht jetzt Olaf Scholz im Moment. Das darf jeder selber beurteilen, wie gut. Und Oppositionsführer ist Friedrich Merz. Und in der CDU gibt es ganz viele, die, glaube ich, schon unbedingt möchten. Haben ja einige Namen schon genannt. Daniel Günther, Hendrik Wüst, vielleicht auch andere, die da sicherlich sich das vorstellen. Ich mache meine Arbeit in Bayern und versuche, einen Gesamteindruck auch für Deutschland mitzubringen. Denn ohne Bayern, ich weiß, manche sind bei Bayern immer zurückhaltend, aber wir haben die höchsten in Zahl Industriearbeitsplätze. Und wir sind nun mal mit das wirtschaftlich stärkste Land. Und wir versuchen auch einen Beitrag zu bringen, dass es Deutschland gut geht. Nicht nur, dass uns Bayern gut geht. Das heißt, bei der Frage Kanzlerkandidatur, sagen Sie gerade, haben Sie immer ein Wort mitzureden. Und wer da mit der CSU nicht kann, der wird es auch nicht.
Naja, es muss ein gemeinsamer. Das letzte Mal war so, hat die CDU gesagt, ein CSUler kann es nicht werden. Theoretisch ist es umgekehrt auch nicht so einfach. Also ohne die CSU kann auch keiner Kanzlerkandidat werden. Aber das steht im Moment nicht an. Und ich arbeite mit Friedrich Merz super zusammen. Ich schätze ihn sehr. Er macht es viel besser, als manche der Journalisten gemeint haben. Ich habe das erwartet. Ich finde, er ist ein großartiger Politiker. Und er hat vor allem jetzt auch mit seiner Reise nach Kiew erst was in Bewegung gebracht. Eigentlich hätte Olaf Scholz als Erster nach Kiew reisen müssen, nicht Friedrich Merz. Markus Söder, vielen Dank für Ihre Antworten hier vor großer Kulisse in Berlin. Es gibt jetzt erstmal Parlamentsferien in Berlin. Glauben Sie, das wird diesmal halten oder rechnen Sie mit einer Sondersitzung am Ende? Manch einer würde die Frage stellen, warum gibt es jetzt Ferien von der Politik? Wieso? Die Lage wird ja immer schwieriger. Also die Menschen selber überlegen sich, können sie in Urlaub fahren? Die meisten warten entweder auf Flughäfen, ob sie überhaupt wegkommen. Sind besorgt, wie es um den Winter steht. Also ich gehe fest davon aus, ja, ich erwarte, und es muss auch sein, dass das eine oder andere entschieden wird zu Corona und auch eben gerade zu der wichtigsten Frage. Insbesondere dann, wenn klar ist, ob die Russen Nord Stream 1 wieder anwerfen oder nicht, dann wird es ernst. Dann wäre eine Sondersitzung nötig, jedenfalls. Markus Söder, vielen Dank und auch vielen Dank an euch fürs Interesse und für die vielen, vielen Fragen, die uns erreicht haben. Frag selbst nächste Woche mit dem Bundessprecher der AfD, Tino Chrupalla. Wird sicherlich auch jede Menge zu besprechen geben und jede Menge Fragen von euch. Bis dann.